Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Zu einer weiteren Brüder-Sprint to Glory. Das Ganze bei Hertha mit den Boateng-Brüdern. Bedeutet also zum einen Kevin Prince Boateng und zum anderen Jerome Boateng. Logischerweise müssen wir da aber ein bisschen tricksen und wir machen die Jungs natürlich ein bisschen jünger. Zum einen Kevin Prince 24 und Jerome machen wir 25 Jahre alt. Die Werte hole ich zu dem besten Potenzial, was die Spieler jeweils hatten. Einmal bei Kevin Prince in South FIFA, das lag bei einer 88. Und Jerome Boateng hatte ein 89er Potenzial im Alter von 25. Ja, natürlich hatten die auch ein dementsprechend krasses Potenzial mit einem krassen Rating im Verbund. Das Potenzial behalten wir, nutzen wir. Genauso nehmen wir auch das Alter. Allerdings werden wir beide ungefähr so auf die Mitte 70, vielleicht so eine 76, 77 an Gesamtstärke pushen. Heißt, wir drücken das Gesamtrating ein bisschen. Natürlich nicht unbedingt gemessen an der aktuellen Form, sondern aus der Form von damals, wo wir das Potenzial hernehmen. Und dann haben sie ja noch immer Jahre Zeit, um das Potenzial von einmal 88 und einmal 89 zu erreichen. Der Rest soll ganz verständlich dann auch im Video kommen auf jeden Fall. Beide Jungs sollen wir der Hertha die Champions League gewinnen. Wir werden natürlich auch schauen, dass wir bereits alle feststehenden Auf- und Absteiger natürlich der Liga-Zugehörigkeit wechseln, soweit das natürlich möglich ist. Relegation war noch nicht und wenn, dann finden erst die Hinspiele statt oder haben erst stattgefunden, wenn ihr das Video seht. Dementsprechend bleibt Stuttgart in der ersten und Hamburg beispielsweise in der zweiten Liga. Aber Hertha ist ja leider Gottes abgestiegen. Ein Team, das hoffentlich wieder schnellstmöglich zurück in die Bundesliga kommt mit den Boateng-Brüdern. Starten wir dann rein. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt auch natürlich fleißig weitere Kommentare. Welche Brüderpaare fallen euch noch ein? Haut's gerne mal unten in die Kommentare. Abonniert kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Und ihr könnt das Ganze gerne auch bei Timo aka MakesTV natürlich noch abchecken. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Der hat das Ganze mit den Bender-Brüdern gemacht, hat die zwei Jungs wieder erstellt, dann zum Jugendclub 1860 München gepackt und auch da ist das Ziel Bundesliga plus vielleicht ein paar Titel Richtung international. Mal gucken, was passiert. Link dazu in der Videobeschreibung. Wir machen es einfach so. Wir lassen die Spieler bei ihrem Ursprungsrating. Das war bei Jerome Boateng eine 75. Der hat sich mittlerweile um 1 verbessert. Und bei Kevin Prince Boateng war das eigentlich eine 73. Auch das hat sich mittlerweile um 1 Ratingpunkt verbessert. Logischerweise hat Kevin Prince eine 88 an Potenzial und eine 89 ist bei Jerome. Der Hertha steht womöglich einen riesen Umbruch bevor und deshalb haben wir unfassbar viele Spieler verkauft, auch Spieler mit Piontek, die unter anderem ausgeliehen waren, Schwolo, Alderete, die vielleicht auch in der Realität schon offiziell verkauft sind. Bei uns waren sie alle noch mit von der Partie. Ihr seht alle Abgänge im Hintergrund. Es ist so unfassbar viel passiert. Sehr, sehr viele Spieler haben den Verein verlassen. Routiniers hin oder her. Wir haben Kohle eingenommen, die wir dann natürlich auch reinvestiert haben. Und klar ist natürlich dabei auch, Realismus hat in dieser Sprint to Glory absolut nichts zu suchen. Das seht ihr auch recht schnell an der Anzahl unserer Neuzugänge. Es sind nämlich 12 Stück an der Zahl. Mit Ian Messier haben wir eine neue Nummer 1. Mit Elia Cabril eine neue Nummer 2. Wir haben einen neuen Außenverteidiger in Fabiano Parisi für 13,3 Millionen. Für die Innenverteidigung Victor Hust oder Just, keine Ahnung, wie man den ausspricht, für 13 Millionen. Das Ganze also hier von Cadiz. Dann habe ich eigentlich Omar Solé geholt für 13,5 Millionen. Dachte mir dann aber, nee, wir brauchen eher Außenverteidiger, weil wir haben ja Jerome Boateng und deshalb habe ich einfach Solé plus 5 Millionen wieder dagegen Tausch für Fran Casilla. Den haben wir mittlerweile auf den Außenverteidigerposten umtrainiert. Deshalb ist sein Marktwert deutlich höher als die eigentliche Ablösesumme. Fürs Zentrum haben wir einen neuen Sechser gefunden, den Nicolo Fagiolo. Der hat uns auch hier nur 5 Millionen im Tausch mit Luca Trussard gekostet. Als Backup haben wir Romeo Lavia vom Absteiger FC Southampton. Dann haben wir als Backup fürs zentrale Mittelfeld Pape Matar-Sar, das Ganze von den Spurs. Einen neuen Zehner in Tommaso Baldanzi. Der spielt also neben Kevin Prince Boateng. Wir spielen mit einem Sechser und zwei Zehner. Dann haben wir hier Mikhailo Mudryk für den Flügel einmal und für den anderen Flügel spielt noch immer Dodi Luke Bakio, plus eine neue Sturmspitze in Elie Wahi für 6 Millionen und hier Suat Serdar im Tausch. Ihr merkt also auch, wir haben sehr, sehr viele Spieler verkauft, die potenziell eigentlich auch auf der Position von Kevin Prince Boateng spielen könnten. Das machen wir ganz einfach aus dem Grund, wir wollen, dass die Konkurrenz recht klein gehalten ist. Ein Suat Serdar hätte spielen können, ein Toussaint natürlich ganz genauso, ein Boetius und so weiter und so fort. Also wir haben das dann schon auch irgendwo so geregelt, dass wir natürlich hier komplett aus den Vollen schöpfen und dass beide Boateng-Brüder auf jeden Fall Stammkräfte sind. Ihr seht unsere Mannschaft im Hintergrund, die kann sich jetzt schon sehen lassen. Natürlich sind wir der absolute Top-Favorit auf den Wiederaufstieg, haben dafür zu Beginn auch direkt mal einiges getan. Aus 5 Spielen noch keine Niederlage, 4 Siege und nur ein Unentschieden. Jetzt kommt es zum Kracher gegen Hannover 96, die wohl auch oben mitspielen wollen. Aber natürlich gibt es auch Konkurrenz aus Schalke, aus Hamburg, vom FC St. Pauli und ganz, ganz viele andere Teams. Die zweite Liga ist unberechenbar. Ja, das sehen wir direkt im Pokal. Da war leider das Erstrundenaus gegen S04. Nach einem spektakulären 3-3 gewann der FC Schalke 04 dann im Elfmeterschießen. Lange Rede, kurzer Sinn. Die erste Saison in Sachen Transferphase ist abgeschlossen. Wir wollen aber auch das ganze Jahr abschließen und deshalb simulieren wir direkt ans Ende der Spielzeit, wo wir dann auf die Statistik und natürlich die Ergebnisse in den Wettbewerben schauen. Es war ja nur noch ein Wettbewerb, weil wir im Pokal ja in Runde 1 direkt gegen Schalke raus sind. Das Manager-Rating ist logischerweise aufgrund der Cheat-Engine ganz, ganz oben. Wir sehen brutale Entwicklungen gerade auf dem Flügel. Jerome Boateng hat die 78. Der war, glaube ich, verletzungsbedingt jetzt ein bisschen raus, aber trotzdem ist das eine absolut solide Entwicklung, genauso wie auch bei Jerome Boateng. Kevin Prince Boateng. Ich glaube, ich habe jetzt zweimal
zweimal Jerome Boateng gesagt. Also beide Spieler müssten, wenn ich mich nicht täusche, eine Entwicklung von plus 3 hingenommen haben. Das ist bei Jerome auf jeden Fall der Fall. Und wir schauen noch ganz kurz natürlich auch hier auf Kevin Prince. Auch der sogar plus 4. Stimmt, der ist mit einer 73 gestartet. Also damit kann man arbeiten. Gucken wir jetzt aber natürlich noch ganz kurz auf die Abschlusstabelle. Es war ein Auf und Ab. Es ist trotzdem ein souveräner Aufstieg mit 75 Punkten. Hannover auf Platz 2. Nürnberg auf Platz 3. Der HSV ist nur auf Platz 6. Und der FC Schalke 04 auf 12. Das kann man sich so in der Realität nicht vorstellen. Ich will es auch nicht hoffen, denn der S04 darf sehr, sehr gerne wieder zurück natürlich ins Oberhaus. Der DFB-Pokal geht an den Sportclub Freiburg gegen Augsburg hier im Finale. Und jetzt schauen wir noch ganz kurz auf die Statistik natürlich unserer Spieler. Und wir müssen auch mal gucken. Ich glaube, ich nehme auf allen Flügelpositionen und allen Außenverteidigern die Entwicklungspläne erstmal raus, weil die Entwicklung, die ist ja schon wirklich echt brutal. Wir gucken ganz kurz drauf auf die Statistik. Sehen wir 13 Mal die 0 bei Ian Messier. Das ist eine richtig gute Ausbeute. 3 Vorlagen hat er tatsächlich auch noch beigesteuert. Bei Danzi jetzt 7 Dinger vorgelegt. Dodi Lukebakio 6. Dann haben wir überall ein bisschen was. Und bei Kevin Prince Boateng haben wir 7 Tore plus 4 Vorlagen. Wir können auch noch ganz kurz natürlich dann hier schauen bei Jerome Boateng. Aber der ist so weit unten, dass ich nicht glaube, dass da überhaupt eine Torbeteiligung dabei ist. Und genau so ist es. Er musste sich aber auch viele Spiele hier mit Marton Dardai teilen. Das müssen wir schon irgendwie verhindern. Denn die brauchen Spielzeit. Sonst haben wir keine Chance, dass sie sich so entwickeln, wie wir uns das Ganze vorstellen. Lukebakio 20 Tore, Wahi 12. Und ab ins nächste Jahr zurück in der Bundesliga. Und wir schauen direkt mal auf unser Transferbudget. Da stehen mehr als das Doppelte an Transferbudget im Vergleich zum ersten Jahr tatsächlich auf dem Konto. Wir sind beinahe dreistellig. Wobei, wir waren vielleicht sogar dreistellig. Ich habe nämlich jetzt schon 5 Millionen für Vertragsverlängerungen ausgegeben. Also das ist wirklich brutal. Mit der Kohle kann man arbeiten. Ich würde sagen, Dodi Lukebakio, er hat nicht das größte Potenzial, hat zwar auch eine 81 und ist damit einer unserer besten Spieler. Aber den werden wir ersetzen. Victor Just will ich wahrscheinlich auch schon wieder hergeben, einfach für einen noch besseren Innenverteidiger. Das hat im Vorjahr leider ja nicht funktioniert. Und ansonsten soll es gar nicht so einen großen Umbruch geben. Schon gar nicht so einen großen wie im ersten Jahr. Es werden 2, 3 vereinzelte Transfers über die Bühne gehen. Und ansonsten erwarten wir einfach nur Jahr für Jahr die Entwicklung unserer Spieler und immer mal wieder vereinzelt ein paar Transfers. Wir finden unsere neue Nummer 1 in Gregor Kobel, also ligaintern vom BVB, für 105 Millionen. Dann holen wir einen neuen Flügelspieler, ebenfalls BVB, für 13 Millionen und Dodi Lukebakio im Tausch. Das Ganze Karim Adeyemi. Lukebakio hatte bei uns ja nur eine 81 durch den Tausch. Wieder 2 nach oben gegangen. Aber ganz ehrlich, für die Zukunft sind wir mit Adeyemi definitiv besser aufgestellt und Shurian Timber oder Timber, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, für 31,8 Millionen und Victor Schuss wieder im Tausch. Das ist, denke ich, auf jeden Fall ein richtig guter Deal. Ermöglicht aber auch nur, weil wir 3 Spieler verkauft haben. Clemens 700.000, Uremovic 5,905 Millionen und Ian Messier zurück in die Premier League für 72 Millionen zu den Red Devils, zu Manchester United. Das ist natürlich ein Haufen Geld, was wir aber auch gebraucht haben, um Gregor Kobel zu realisieren. Einige Spieler sind im Live-Rating nicht ganz zufrieden. Ich weiß nicht warum. Vielleicht gibt es jetzt noch einen neuen Vertrag, eine kleine Gehaltserhöhung und dann hoffentlich auch am Ende der Saison die 80+. Bundesliga, DFB-Pokal. Diesmal sind wir noch in beiden Wettbewerben dabei. Ich habe hier die Kalendersimulation so ein bisschen verfolgt und was ich gesehen habe, war dann doch durchaus positiv. Ich hoffe genauso auch die Entwicklung unserer Spieler. Ja, let's go. Also Boateng Innenverteidiger 81, Boateng Mittelfeld eine 80. Die restlichen Spieler haben sich natürlich auch prächtig entwickelt und Gregor Kobel ist der erste Spieler mit einem 90er Gesamtrating bei uns. Wir schauen da natürlich mal ganz kurz explizit auf die Spieler Jerome Boateng. Plus 3 im Gesamtrating. Die Statistik beweist, er hat auch endlich mal abgeliefert, was Tore betrifft. Er hat nämlich einmal selber getroffen und 4 Dinger dann auch noch vorgelegt. Kevin Prince Boateng ist auch plus 3 nach oben, aber trotzdem hat er ja große Konkurrenz. Er hat nicht ganz so oft gespielt. Maolida des Öfteren, dann auch hier Matza oder Saar. Trotzdem 1 Tor, 2 Torvorlagen. Wir gucken jetzt natürlich nochmal komplett gesamt auf die ganze Statistik. Wir haben hier Gregor Kobel bei 11 Spielen ohne Gegentor. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Wert. Dann geht es weiter mit 13 Vorlagen hier bei Baldanzi. Mudryk dann mit 9, ist auch in Ordnung. Karim Adeyemi ist der zweitbeste Torschütze mit 23 Treffern. Mudryk mit 10 und Wahi hat 25 Mal getroffen, auch plus 5 in dieser Saison. Wir haben jetzt übrigens auch die Entwicklungspläne aller Spieler, gerade auch außen, als ganz normale abgestempelt und haben nicht irgendwie das typische Positioning Change von links nach rechts und gerade auch wieder in die andere Richtung. Die Mannschaft ist perfekt. Beide Boateng-Brüder werden natürlich bei uns bleiben. Jetzt heißt es vielleicht schauen, Faioli und Baldanzi zu ersetzen, wobei auch die mit Zeit natürlich noch mehr Rating dazugewinnen werden. Nächstes Jahr heißt es für uns mal mindestens Europa League und es heißt sogar Champions League. Platz 4 also in der Bundesliga nimmt man natürlich sehr, sehr gerne mit nach Leverkusen, Dortmund und Bayern. Die deutscher Meister werden heißt es für uns nächstes Jahr Königsklasse. Europa war sowieso fix, weil wir den Pokal zu Hause im Olympiastadion für uns holen konnten. Erste Runde übersprungen, gab es in der zweiten ein 4-0 über Sandhausen, dann ein 3-0 in Mainz, ein 1-0 gegen RWE, ein 2-1 über W in Wiesbaden.
und dann auch zu Hause im Finale Olympiastadion ein 2:1 über den BVB. Und damit haben wir den ersten Titel gesichert und können jetzt mit erhobenem Haupt ins nächste Jahr, wo die Champions League wartet. Die Creme de la Creme im europäischen Topfußball ist jetzt zu Gast in Berlin und nicht nur zu Gast, sondern auch offiziell da. Langfristig 138 Millionen überweisen wir hier dem FC Barcelona für Florian Wirtz. Wir holen Victor Osimhen für 43 Millionen und Wahi im Tausch. Ja, er hatte nur eine 85, deshalb nicht wundern, er ist wieder plus 4 nach oben. Bei uns wäre das vielleicht irgendwann auch, aber wir müssen uns im Hier und Jetzt verbessern. Trent Alexander-Arnold 25 Millionen und Parisi im Tausch und Joshua Kimmich für 42 und Fagioli, so rum im Tausch. Das sind unsere 4 Neuzugänge. Parallel haben wir mit Sicherheit auch noch ein paar kleinere Spieler verkauft, aber diese Mannschaft ist absolute Weltklasse, begleitet uns jetzt in die Champions League und ich denke, wir brauchen kein Geheimnis draus machen, dass wir auf jeden Fall auch jetzt schon ein Favorit auf einen möglichen Titelgewinn sind. Wir haben übrigens das Vorbereitungsturnier gewonnen, gegen die Bayern das Supercup-Finale, dann unentschieden gegen Stuttgart und gegen Frankfurt. Jetzt aber stehen die Gegner in der Champions League fest. Mit dem FC Sevilla geht es weiter mit Malmö und mit Benfica Lissabon. Wir sind amtierender Pokalsieger. Hoffenheim wartet dort in Runde 2, die offiziell erste für uns. Ja, ich bin sehr gespannt, was passiert. Und diesmal simulieren wir nicht bis zum Ende der Saison, sondern machen den Zwischenstopp am 1. Januar, weil wir natürlich wissen wollen, ob es in der Champions League für uns weitergeht. Wir sind gerade so überhaupt erst weitergekommen und das dann auch noch als Gruppenerster mit 10 Punkten. Gleich auch mit dem FC Sevilla ist vermutlich der direkte Vergleich einfach ein bisschen besser für uns ausgefallen. Genauso ist es. Wir haben beide direkte Duelle gegen den FC Sevilla gewonnen. Damit gerade so 10 Punkte Platz 1, Sevilla 10 Punkte Platz 2 und Benfica 9 Punkte nur Platz 3. Unser Gegner wartet im Achtelfinale und das ist der große FC Barcelona. Ihr könnt mir gerne jetzt auch mal an der Stelle in die Kommentare schreiben, wollt ihr eigentlich immer, dass ich vor einem solchen Champions League Spiel reingehe, kommentiere und dann zusammen das Endergebnis sehe oder soll ich direkt zum Ende gehen? Weil jetzt habe ich erfahrungsgemäß einfach eine deutliche Zeitersparnis, wenn ich immer direkt zum Ende gehe, euch das Endergebnis mitteile und so kommen wir schneller zum Finale und womöglich auch in eine weitere Saison. Wobei, ganz ehrlich, vielleicht gewinnt man ja auch schon die Champions League, weil Jerome Boateng an der 84 und die anderen Spieler drumherum, ja gut, da haben die meisten schon einen neuen Form Gesamtrating. Eine ziemlich souveräne Angelegenheit gibt es beim FC Barcelona im Camp Nou. Adeyemi, Osimhen und Mudrik sind die Siegtorschützen oder allgemein die Torschützen für uns, denn es ist ein souveränes 3:0 in einem Spiel, das statistisch betrachtet eigentlich komplett 50-50 war. Das sagt nämlich genauso auch die Ballbesitzquote. Schüsse genauso identisch. Wir hatten 3 Chancen, alle 3 drin. Barca hatte 4 und damit eine Chance mehr und keine einzige davon drin. Wahrscheinlich, weil Gregor Kobel auch einen überragenden Tag hatte. Wir gewinnen tatsächlich auch das Rückspiel. Wieder Mykhailo Mudryk, 1:0 in der 53. Spielminute. Beim FC Chelsea läuft es für den ukrainischen Nationalspieler alles andere als rund. Das liegt aber vermutlich auch am kompletten Chaos. Rund um die Blues, ein 1:0 gegen Barca, wieder recht ausgeglichen. Aber ich glaube, Kobel saved uns einfach und vorne strahlen wir eine brutale Effizienz aus. 4:0 in der Gesamtwertung. Deutlich enger sieht es im Viertelfinale-Hinspiel gegen den AC Milan aus. Da war es ein absolutes Duell, wieder mal auf Augenhöhe. Wieder leichte Vorteile, eigentlich für die Gäste. Kimmich Führung, Gerard Moreno mit dem Ausgleich, dann Osimhen, dann Ausgleich wieder Gerard Moreno und nochmal Osimhen. 86. Minute, ein ganz, ganz später Siegtreffer. Das Rückspiel bringt wieder mal das Erfolgsrezept mit sich, also Last-Minute-Treffer, in dem Fall Florian Wirtz. Wir gingen früh in Führung, dank Boateng. Vermutlich war das hier Kevin Prince. Nein, es war tatsächlich Jerome, der Innenverteidiger. Dann wieder mal Gerard Moreno mit dem 1:1 und dann Rafa Leão, der das Spiel dreht und zum Zeitpunkt, 82. Minute, war die Verlängerung fix und wir mussten in weitere 3. Aber Florian Wirtz nimmt sich ein Herz, fasst sich allen Mut zusammen in der 87. knallt das Ding rein. 2:2 im San Siro, 5:4 in der Gesamtwertung. Hertha steht im Halbfinale der Champions League. Mykhailo Mudryk ist mal wieder der Matchwinner im Halbfinale gegen Juventus Turin. Nach dem AC Milan wartete also das nächste italienische Team auf uns im Olympiastadion und damit auch im letzten Heimspiel der Champions League Phase oder Saison in diesem Jahr. Es ist ein 1:0. Gregor Kobel hält mal wieder die 0. Der Typ ist der absolute Wahnsinn und Juve ist komischerweise so oft immer auf auch noch in Halbfinals oder Finals vertreten. In der Realität ist man ja jetzt auch spätestens nach den 10 Punkten Abzug, die dann wahrscheinlich auch jetzt endlich mal dann auch Ansatz finden, ohne dass ich das möchte, aber vermutlich wird es dann durchgehen, ist Juve halt lange nicht mehr auf dem Level, was sie eigentlich hier in FIFA Jahr für Jahr fabrizieren. Wieder mal, und ich komme eigentlich gefühlt nicht aus dem Lachen raus, es ist ein Last-Minute-Treffer. Wir sind die Jungs, die einfach immer wieder kurz vor Abpfiff das Unmögliche möglich machen. Osimhen Führung, Vlahovic Ausgleich und dann dreht Enes Üner das Spiel für die alte Dame komplett. Und auch
auch hier war wieder eine Viertelstunde vor Schluss eigentlich klar, es geht in die Verlängerung. Aber Adeyemi hat in Minute 88 was dagegen. Gut, zwischendrin hat Osimhen den Elfmeter verschossen. Das hätte komplett alles auf den Kopf stellen können. Aber so ist es wieder nur in Anführungszeichen ein Unentschieden im Rückspiel, was uns aber trotzdem mit einem 3:2 in der Gesamtwertung reicht, um das Champions-League-Finalticket zu buchen. Bevor wir jetzt dann gleich selber ins Finale gehen und Jerome Boateng und als Kapitän aufs Feld führen wird, sehen wir, dass Jurrien Timber leider verletzungsbedingt, gesperrt fehlt. Dafür kommt dann auf jeden Fall Maton Dardai rein. Gut, und dann kommt hier Gechter mit auf die Bank und ja, die restliche Mannschaft, die Qualität, die spricht logischerweise für sich. Wir schauen jetzt noch ganz kurz alle Wettbewerbe durch, bevor wir natürlich dann ins Finale gehen. Das Ganze im Estadio do SL Benfica, Heimspielstätte also von Benfica Lissabon. Die hatten wir ja zuvor noch in der Gruppenphase. Gegner hier Paris Saint-Germain. Im Achtelfinale gewann die 4:3 über Bergamo. Dann gab es ein 3:2 über Real Madrid und dann ein 2:0 über Manchester City. Das ist ein absolutes Kracherfinale. In der Europa League hat Atletico Inter geschlagen und in der Conference League ist der Titel an Real Betis gegangen. Das Ganze gegen Lech Posen. Der UEFA Superpokal, den holt Paris Saint-Germain. Also haben sie im letzten Jahr schon die Champions League gewonnen. Supercup, das war ja klar, der ging an uns. Im DFB-Pokal haben wir einen Sieger aus München. Da war für uns vermutlich recht früh Endstation. 3:0 noch in Sinsheim und dann gegen Leverkusen 0:2. Und in der Bundesliga stehen wir auf Platz 3, haben uns nochmal verbessert. Nächstes Jahr würde die Champions League auf jeden Fall wieder warten. Und zu guter Letzt heißt es jetzt noch die Statistik. Wir schauen natürlich erstmal gesamt drauf. 15 Mal die 0 bei Gregor Kobel. Eine Torvorlage. Die meisten an Mudryk mit 15. Die meisten Tore Osimhen mit 37. 16 Adeyemi und 12 Mudryk. Jerome Boateng nochmal plus 3 im Gesamtrating. Hat 2 eigene Treffer und 1 vorgelegt. Und wir schauen natürlich noch auf den anderen Boateng, der recht weit unten ist hier in der Liste. Denn er hat keine einzige direkte Torbeteiligung. Auch weil er komischerweise leider nicht immer und regelmäßig konstant zum Einsatz kommt. Ich war gerade tatsächlich das erste Mal live in-game und wollte das Ganze an meinem PC probieren. Es funktioniert aber wirklich nicht. Manchmal seht ihr das vielleicht auch schon im Champions League Intro. Es ruckelt total und genauso ist halt leider auch das Gameplay. Und deshalb haben wir jetzt nochmal ganz kurz die Trikots angepasst. Wir gehen nicht in die Schnellsimulation, dafür aber in die lange. Aber selber spielen ist leider hier am PC absolut nicht möglich. So leid mir das Ganze auch tut. Aber es ist wirklich, also katastrophal. Und auch hier seht ihr ja schon, wie es am Ruckeln ist. Da ist die Führung, Joshua Kimmich. Und das ist tatsächlich die erste Chance für uns im Finale. Guckt euch mal die Statistik an. Paris spielt uns in Sachen Ballbesitz und Chancen bis dato an die Wand. Gregor Kobel ist aber unsere Wand hinten drin. Der hält noch die Null. Und Kimmich dann mit dem ersten guten Gegenzug in der ersten Halbzeit mit der Führung. Kevin Prince Boateng, 53. Minute, 2:0 und das geht schon in die richtige Richtung. Kylian Mbappé jetzt aber mit dem Anschlusstreffer und der ist wirklich hochverdient. Jetzt gibt es eine Rudelbildung im gegnerischen 16er, es gibt Elfmeter, Kevin Prince Boateng. Paris Saint-Germain könnte mit 3:1 in Rückstand geraten. Kevin Prince Boateng fasst sich in Herz, links oben, Doppelpack also von ihm. Und das sind wohlbemerkt auch die ersten direkten Torbeteiligungen in der Saison. Nochmal Kylian Mbappé, nochmal die Hoffnung. 5 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit ist es wieder der Doppelpack vom französischen Ausnahmetalent. Der Typ ist der absolute Wahnsinn. Und Paris hätte noch ein paar Minuten, die wir hoffentlich jetzt aber einfach irgendwie runterspielen. Am besten in der Offensive, Aluminium. Der Schiedsrichter aber beendet dann dieses Spiel und vor allem auch dieses Champions-League-Finale, das mit 3:2 sehr glücklich und schmeichelhaft für uns oder zu unseren Gunsten ausgeht. Ja, nur 35% Ballbesitz, knapp die Hälfte an Schüssen. Chancen waren dann aber doch auch ganz gute, die wir rausgespielt haben. Und dann seht ihr es jetzt dann normalerweise gleich auch nochmal in der Animation oder als allgemein optisch im Hintergrund. Der Champions League Henkelpott geht an die Hertha und damit haben wir es offiziell geschafft. Nach 3 Saisons, ja, wir hatten gut Geld, ja, es gab einen riesen Umbruch und ja, die Boateng-Brüder sind eigentlich die Schwächsten bei uns im Kader, aber das tut nichts zur Sache. Wir haben es geschafft, die Challenge ist damit offiziell erfolgreich beendet und wir sehen uns beim nächsten Video. Samstag gibt es einen realistischen Umbruch beim BVB, am Sonntag gibt es wieder 10 Saisons nur mit deutschen Spielern, in Klammer inklusive auch Jugendspieler. Checkt das sehr, sehr gerne ab. Macht's gut, haut rein, bis dahin und ciao.